Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ark Survival Evolved. Hier sind wir wieder und hier unten müsste irgendwo ein Raptor rumhängen. Elfriedes Bruder, Schwester, keine Ahnung. Ich mag aber jetzt nicht die Nase rausstrecken, ehrlich gesagt. Das ärgert mich, ich sehe den nicht. Ich wollte nämlich direkt, ne, für noch ein niemanden sorgen, aber hier ist nichts. Ist hier an der Wand lang gerannt und frisst gerade drin alles auf. Ist nicht zu sehen. Das ist der Flattermann. Hinten abhaut. Der ist hier, der war hier. Soll ich mit dem ja, ich würde sagen, reite ich mit dem Para raus. Ich weiß nicht, was für ein Level der ist und wo der überhaupt, wo steckt der denn? Das ist sehr merkwürdig. Hab den gesehen. Würde mir glauben. Dann latschen wir mal zurück. Ich habe hier auch noch keine Tür und nix. Natürlich ein bisschen problematisch. Wenn ihr hier reinkommt, der macht alles kaputt. Da ist der nicht. Seht ihr den hier irgendwo? Ich sehe den nicht. Ich bin ja doof. Geht er da? Oh, eingeklemmt. Wie kein Raptor. Doch, da hängt er. Seht ihr? Bin ich jetzt ganz blind? Das sind nur Betäubungspfeile, ne? Ja, und der 4. Oh je. Seht Level nicht. Ein bisschen Panik jetzt. Volltreffer. Ist sofort umgefallen mit einem Pfeil, da kann er wohl sagen. Level 16. Okay. Level 16 ist ja nicht der Megabringer jetzt. Wir werden jetzt als Herdentier aufnehmen und ich habe mir jetzt ein Höschen gemacht. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Mit meinem Ding da. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Das war so weniger optimal. So. Da haben wir den Biberbau ausgeräumt. Und jetzt wollten wir an für sich hier Schmiede bauen. Steine, Wood. Ja, Steine können wir am Strand sammeln. Hier dürfte doch kein Problem sein. Das war alles. Bist du denn Mail? Elfriede ist E-Mail, dann haben sie wenigstens diesen Ad. Bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Aber immerhin, ein Respawn. Und im Raptor, jetzt habe ich... Ich habe schon wieder Angst, hier rumzulaufen, dass ich schon wieder aufgefressen werde. Oh, mal am Strand. Da müssen noch überall Steinchen rumliegen. Der Elfriede mitnehmen können, ne? Kann ich aber immer noch. Zwar von drinnen. Yep. Komm mit. Ja, also. Aha. Geht doch, geht doch. Wird schon wieder dunkel, oder meine ich das nur? Das ist ja allgemeine Dunkelkante. Das gefällt mir nicht an unsere Base. Hier ist immer alles dunkel. Das ist doof. Gut, was haben wir denn? 7 Steine habe ich. Das ist nicht so viel.
Hab ich die Steine hier reingeschmissen? Kann natürlich sein. 44 ist auch nicht gerade heldenmäßig viel. Hauptsache ich habe tatsächlich irgendwo reingeschmissen, sonst habe ich natürlich. Hier müssten haufenweise Zeug, ja. War alles nur Schrott. Keine Steine. Alles voller Eier. Wir werden direkt mal schnell einsammeln. Wenn ich hier könnte. Ja. Ein Ei. Noch ein Ei. Das braune Ei lassen wir liegen. Ja. Okay. Ja, Elfriede, dann komm. Gehen wir mal. Steine sammeln. Ist mir doch lieber. Bin ich wenigstens nicht direkt tot. Oh, 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 oh. Schlange. So, nützt nichts, die können wir jetzt alle machen. Komm her, blöde Schlange. Also platt, mach's platt, Elfriede, komm, zieh durch, du schaffst das. Ich hab noch ein Raw Meat, na, gucken, ob das reicht. Nicht, dass Elfriede gleich unmächtig wird von der Schlange. Ah, nee, das geht, so viel warten, nicht. Na, haben wir direkt eine Lieferung nochmal bekommen. Ja, Twiki, kannst du ruhig rumlatschen. Yep. So, zeig mal her. Yep, yep. Rein damit. Ja, siehst du. Hier kriegst du ein bisschen Fleisch. Zack. Und du kriegst auch noch ein bisschen Fleisch. Wir gehen weiter Steine sammeln. Lass den hier liegen. Hier sind zwar auch ein paar Steinchen, aber. Hinten am Strand waren mehr. Tap, 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 tap. Ja, jetzt sind wir da. Sind das überhaupt Steine? Ja, ne? Ach, das sind ja immer nur zwei Steine. Das ist natürlich. Blöd. Komm mit, Elfriede, komm. Nehmen ein bisschen Steine sammeln. Wir könnten auch Steine klopfen. Wäre schneller. Unglaublich, Steine klopfen ist schneller als Steine aufheben. Kenne ich nur letzte Zeit nur noch anders. Aus Fittest. Ah, hier sind noch ein paar Steinchen. Ja, da laufen wir rüber. Ja, von wegen sind keine Steinchen. Sehen nur so aus. Also, hacken wir Steinchen. Alalala. Dauert nicht mehr lange, dann haben wir endlich Eisen. Naja, ich weiß. Blöp, blöp. Ja. Da rennt der Bronto. Macht meinen ganzen Wald kaputt. Naja, wächst ja nach, ist ja halb so wild. Jo, ja, bestimmt noch ein bisschen. Mein Stimmchen ist noch leicht angeschlagen. Noch nicht original. Wie viel habe ich denn jetzt? Wie viele Steinchen? 81. Ich brauche haufenweise, ne? 125. Kann die Elfriede noch laufen? Ja, gerade so. Andere müsste fertig sein. Wäre nicht schlecht. Dann stopfen wir da die Steine rein. Und dann gehen wir schnell mal zu einem grünen Strahl, der auf der anderen Seite runtergekommen. Na, schon fertig? Ja, ne? Nee. Nicht fertig. Na, da warte ich einen Augenblick noch. Ist ja kein Thema. Ne?
bist du für einer? 64er. Ja, Dinge wäre schon gar nicht so schlecht. Na? Komm schon, steh auf. Na. Erstmal blub. Ja, mitkommen. Sehr gut. Ja, das ist dann natürlich gar nicht so. Achso, ein Steinchen wollte ich hier reinlegen. Nicht schuppen. Weg da. Steinchen rein, hepp. Kannst du auch mitschleppen. So, kann er jetzt noch laufen? Nicht ganz Vollspeed, oder? Wird schon wieder dunkel hier. Verdammt. Na, die Ecke ist dauerdunkel. Ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich um. Dann immer dauerdunkel. Mag ich nicht. Gut. Schwimmen, Raptor. Ist doch nicht weit. Kommst du mit? Jawohl. Ja, wir können ruhig unter Wasser latschen. Falls du willst. Und wir sind noch genau pünktlich. Oh ja, der ist langsamer. Hep. Na, komm schon. Gucken wir mal nach, was haben wir denn hier Schönes? Brauchen wir die ganzen Portale. Naja, Holz können wir mitnehmen. Ist nicht so wild. Ja, das brauche ich bestimmt nicht mehr. Okay. Genug. Ich glaube, jetzt müssen wir. Jetzt ist auch noch neblig oder was? Oder ist bestimmt durch die Dinge, ne? Naja, lass mal den Dodo mal in Ruhe. Gnade vor Richter gehen. Okay. Dann geht's wieder zurück. Dann müsste an für sich gleich schon gewesen sein. Ein paar Steinchen, die könnte ich noch raffen. Nee. Springen Sie lieber doch zurück. Erstmal. Der entpuppt sich sonst als U-Boot. Und wenn irgendwas ist, dann haben wir tatsächlich den Ärger. Ja, willkommen in. Willkommen bei den Helmlingen, sage ich zu dem Raptor. Da hört mein Stimmchen, ist noch ein bisschen angeschlagen von gestern, von vorgestern. Der Helm war fleißig, war lange unterwegs. Irgendein Bierchen war schlecht. Kopfschmerzen. Habt ohne Ende. Und irgendwie geht es mir immer noch nicht so ganz so gut. Aber es ist halb so wild. Machen wir Licht an. Ich sehe ja nichts hier. Aha. So. Du kannst Licht ruhig anlassen. Wäre nicht schlecht. Raptorchen, Steinchen raus. Habe eine Schrank. 7. Nein, bitte alle. Da legt ihr die paar Einzelsteinchen raus. Wie viel haben wir hier? 44, das müsste reichen. Okay. Das sind 120. So, jetzt gucken wir erstmal nach. Den Rest brauchen. 120, 65 Hide. 20 Wood. So, ist kein Thema. Was machen? Wo hab ich denn zur Hide hingeschmissen? What? Wo ist Hide? Da. Halt. Mehr Steinchen, na gut. Oh, ich kann mich so noch bewegen. Holz. Ah ja. What the? Na, nehmen Sie doch mit. Hallo. So. So geht's. Sehr schön. So. Ja, das Wetter, da sage ich wieder, ist mir ja, ist mir ja. Hier bleibt mal schön, hier bleibt hier. Sei brav.
Und die Schmiede hat beim letzten Mal schön in die Ecke gestellt. Das hat prima gepasst. Hier. Da kann so schnell nichts passieren. Was angerannt kommt und dann kaputt macht. So. Das war hier ungefähr in der Mitte hat das gestellt. Gerade so, dass das hier. Ja, ich würde gerne noch eine Runde daneben bauen können. So, blub. Ja, jetzt kann ich hier noch einen dran kleben, hier drumherum noch. Da müsste das groß genug sein, auf jeden Fall. Naja, machen wir noch direkt mal. Na, nee, lass. Wir stellen das Ding direkt auf. So. Perfekt. So, der erste Schritt ist getan. Jetzt will ich halt noch demnächst noch mal ein paar Steinchen sammeln und dann haben wir das erste Eisenwerkzeug. Dann kann sie auch losgehen mit dem Zubauen. Auf jeden Fall müssen wir hier Licht reinbringen. Das muss so dunkel. Aber geil sieht es natürlich aus, wenn das hier so in dem Licht blitzt und blinkt. Ja, die Grafik ist einfach fantastisch. Gefällt mir super hier. Jo Leute, das war's auch erstmal, ja. Beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder ein bisschen prickelnder. Das sind noch die Nachwehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Schönes Wochenende noch.